Olli redet, sendet im Moment auf D-Live, eine Übersicht aus mehreren Streams. Wie wir hier sehen, Caroline Mathy steht an einer anderen Stelle. Auch dort werden weitere Wasserwerfer in Position gebracht. Ja. Versammlungen werden aufgelöst, Spontanversammlungen werden angekündigt. Und jetzt sehen wir auch wieder, die Streams fangen an zu haken. Das ist echt Wahnsinn, was hier in diesem Land abgeht. Wie gesagt, wichtig ist, Leute, egal welcher Herkunft ihr seid, egal welcher Religion ihr angehört, egal welche politische Richtung ihr verfolgt, wir müssen uns solidarisch zeigen. Wir müssen zusammenhalten und als Gesellschaft entscheiden, was Sache ist. Es gibt hier verschiedene Berichte in der letzten Zeit. Hier zum Beispiel WHO. Ja, also man kann das ja auch eingeben und suchen. Es gab Meldungen, dass die WHO Corona als nicht gefährlicher als eine Grippe eingestuft hat. Hier auf der Seite Zentrum der Gesundheit. Ich werde versuchen, dass ich euch das auch nachher irgendwie alles verlinke, was ich hier sage. Zentrum der Gesundheit, Impfungen. Und dann haben wir hier ein bisschen weiter unten. Also hier handelt es sich insgesamt um gut 500.000 Impfschadenmeldungen. Das ist jetzt hier vom CDC 2013. Ja, also im Juni 2013 hat das CDC eine Studie veröffentlicht. Und wenn ich jetzt hier weiter runtergehe, also es ist wirklich eine relativ weite Liste, die man runtergehen muss, haben wir hier Impfschäden. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher dran. So, Zweifachimpfung. Hatten wir 11% der Kinder, die nach Impfschaden im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und je mehr Wirkstoffe in den Impfungen drin sind, umso mehr steigt auch die Rate derer, die behandelt werden müssen im Krankenhaus. Ja, also wir haben hier zum Beispiel bei 7-Fach-Impfung 19,1% der Kinder, die behandelt werden mussten. Wie gesagt, ich werde euch diesen Artikel verlinken. So viel einfach nochmal generell zum Thema Impfungen im Hinterkopf halten. Wie gesagt, drinnen tun sie im Bundestag so, als wäre alles normal. Und draußen sind tausende Leute auf den Straßen. Wasserwerfer werden gegen protestierende Volk aufgefahren. Ja. Also, da kommt nachher nochmal eine Zusammenfassung und ich werde auch nachher nochmal versuchen. Das Problem ist, ich muss es jetzt leider mit dem Handy machen, weil ich auf meinem Computer das OBS noch nicht am Laufen habe, dass ich hier vernünftige Screen Records machen kann. Das wird dann bei den nächsten Demonstrationen genauso laufen, dass ich das über Livestream machen werde und dann auch immer wieder Sequenzen aufnehmen werde, die ich halt dann auf YouTube hier hochladen werde. Das Wichtigste ist, das trägt ja auch schon mein Kanal in dem Namen, Menschen, weigert euch, Feinde zu sein.